Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, mit dabei natürlich Nextrap und wir sind immer noch dabei, die Mannschaft für die Speerspitze zu rekrutieren. Hallöchen erstmal Nextrap, ja. Und du bist wieder sehr leise. Ehrlich? Ja. Ah, das kann doch nicht sein. Ja, so ist schon besser. Komm, Nein. Wir müssen los, wir müssen zum Grab. Wir haben nicht so viel Zeit, wir haben nicht so viel Zeit. Mit ihm, ich weiß noch nicht, was das hier ist. Auf jeden Fall eine Nebenquest. Ist jetzt erstmal uninteressant. Boah, oder? Der Steve K.O., der wird auch demnächst wieder da sein. Ja, der Jesus, der hatte leider, da waren wieder so viele Leute, die Hilfe von ihm gebraucht haben. Da haben wir gesagt, ist in Ordnung, wir können auf jeden Fall erstmal auf deine Hilfe noch verzichten, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ja, ich sehe die Himmelsscherbe. Juhu. Himmelsscherbe. Und der kommt auf jeden Fall demnächst wieder. Also keine Sorge, Leute. Es war nicht nur ein kurzer Auftritt. So, Himmelsscherbe. Ja. Darum ist er noch oben links in der Party steht. Genau. Jesus ist offline. Oh, ich will mit dem Boot hier rein. Hä, hey, warte. Wieso zeigt der mir das Ziel jetzt da hinten irgendwo an? Moment. Zeigt mir hier geradeaus irgendwie. Aber wir müssen. Ah, liegt irgendwie eine Leiche oder sowas? Nee, das ist schon richtig hier. Wir müssen hier rein. Warte mal, warte mal. Ach. Das, nur den Bereich finden und dann das Grab suchen wahrscheinlich. Und das Grab ist ja vor uns. Ich glaube, das ist die Quest hier, nämlich mit ihr. Yarkhan ist unschuldig. Ach ja, Yarkhan. Genau, das ist das nämlich. Okay, wir reden mal mit Irene. Oberhaupt Bosek hat meinen liebsten Yarkhan ins Grab geworfen. Was? Euer Yarkhan wurde begraben? Nein, nein. Das Grab ist das Gefängnis in dieser Höhle da vorn. Ach so. Yarkhan hat es als einen grässlichen Ort beschrieben. Fallen blockieren den Ausgang. Und die meisten Gefangenen streifen dort drinnen frei umher. Bosek hat ihn beschuldigt, einen Edelstein gestohlen zu haben. Und dieses Orkmonster hat ihn dort reingeworfen. Aha, und hat er ihn wirklich gestohlen, den Edelstein? Ihr Götter, nein. Er ist reich. Er ist ein Prinz aus Glen Umbra. Er hat versprochen, mich von meiner Familie wegzubringen und mich zu seiner Fürstin zu machen. Aber jetzt wird er wohl im Grab sterben, während ich wieder nach Hause zurückkehren muss. Na, dann werde ich mal sehen, was ich tun kann. Yarkhan sagte, das Tor in der Höhle sei nie verriegelt, weil es niemand je an den Fallen vorbeischafft. Okay, gut zu wissen. Ja, ich glaube, der Typ, der hat hier erstmal irgendeine Geschichte erzählt. Meinst du wirklich, das ist ein Prinz? Naja, lassen wir uns mal überraschen. Also ich bin fertig mit Reden. Wow, okay, dann musst du gleich noch einmal auf T draufdrücken, dann wir die Quest. Betretet das Grab. Unschuldiger Schwarte. Es gibt keinen unschuldigen Schwarten. Sonst wäre ja kein Schwarte, oder nicht? So schaut's aus. Oh. Hier schon reichlich was los. Oh, Fallen. Boah. Hässliche Fallen. Gegner? Keine Gegner. Oh, das sieht ja aber hübsch aus. Die Flasche nehme ich mit. Ach, hier ist irgendein Ausgang. Okay, den können wir auch noch nicht nutzen. Das war hier eine Ratte oder was? Boote sogar noch. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich auch nicht. Na nicht. Feuer, ich hüpf. Okay, ich wollte schon sagen, ich hüpf da gleich rüber. Das war knapp. Okay, Angriff! Zack. Zack. Okay. Oh, wer lebt denn hier noch? Oh, ich dachte, du hast sie umgebracht. Nö, ich hab. So. Gleich mit den Typen da drauf gehauen. Yep. Okay, wo weiter runter? Boah, überall Fallen. Uah! Sie hat mich getroffen. Gerade noch stehen geblieben davor. Aber hier springe ich drüber. Der Arsch ist ein bisschen heiß geworden. Nicht so schlimm. Hey, alle schon tot? Wo ist er denn hin? Oh, alle so übelst auf ihn draufgegangen. Oh, hier haben wir welche. Zack. Keine Sorge, alles easy. Zack. Nochmal ein Stein gegen den Kopf und fertig. Hier ist ein Fläschchen, willst du das mitnehmen? Ich nehme einen Becher mit. Okay.
Das sieht auch noch cool aus, ja. Da sind Obstzeug und so. Man kann ja natürlich auch so Versorger-Skill hochbringen. Das interessiert mich aber nicht. Ich will nicht versorgen. Deswegen nehme ich den ganzen Shit nicht mit, weil es nur mein Inventar vollmüllt. Und ich hab gezappt gefunden. Wey. Kannst du demnächst mal kochen für uns? Okay, als weiter. Ob. Als ob. Na klar, kann ich ja machen. Mal sehen, was das macht. Na komm. Oh, was willst du denn? Auf dem Boden mit dir. Und tot, jawohl. Schon der nächste. War jetzt hinter uns. So sieht's aus. Hinterrückst in Rückengesprung mit dem Zweihänder. Hallo, Feinde! Hallo! Kommt raus! Hä? Ach. Geht's da rein? Ah, hier ist er. Ah, okay. Jakan! Hey, ihr seid keine Wache. Holt mich hier raus, bitte! Eine Elfe namens Irin hat mich geschickt, um euch zu suchen. Irin? Ein Altmeermädchen? Ja, ich habe ihr versprochen, sie von diesem Felsen herunterzubringen. Aber das wird wohl kaum passieren, wenn ich hier drin sterbe. Also, habt ihr überhaupt Bosek bestohlen? Ist das gerade wirklich so wichtig? Ja. Bosek hat ihn von jemand anderem gestohlen. Man kann doch einen Dieb nicht bestehlen. Wenn ihr mich hier rausholt, dann schulde ich euch eine ganze Menge. Ja, das hört sich verlockend an. Na, machen wir die Tür auf, oder nicht? Nee. Doch? Doch, wir machen sie auf. Okay. Dann nehmen wir ihn aus. So, aufschließen. Oh, der Port ist sich einfach raus. Hatte ich einen furchtbaren Kampf mit ein paar Monstern. Hierfür schulde ich euch was. Danke. Ja. Und jetzt hauen wir ab von hier. Stehst tief in unserer Schuld. Ja, aber wenn ihr wirklich, wollte ich gerade sagen, wenn er sich so viel Zeit lässt. Ach, jetzt. Ach, jetzt könnte auch sagen, auf einmal ist er weg. Hallo. Oh, hey, meine Maus springt wieder so komisch rum. Oh ne, das war der falsche an. Na, was willst du? Oh, guck mal, was für ein kleiner. Guck mal, wie groß der ist. Ich hab einen Streitkolben, brauchst du 15 Schaden? Halt. 15? Ne, ich hab 20. Ah, du bist ja stark. Obwohl, du bist ja stark. Ich hab noch so einen 12 Schaden, den ich. In dieser einen Kiste, die wir da am Anfang gleich gefunden haben, hatte ich doch so einen grünen Gegenstand. Also ein grünes Schwert. Und das habe ich bis jetzt immer noch, das ist eigentlich ganz gut. Wollt ihr auch noch killen da drin? Gold, Gold, Gold. Herzlichen Glückwunsch, Gold, Gold, Gold. Okay, um den kümmern die sich. Wer geht auf dich los? Hä? Ah, doch, wirklich. Komm her. Und weg mit dir. Oh, ich habe eine Schatzkarte. Halt, halt, halt. Schatzkarte von Stoss Makai. Einzigartig. Okay, die benutze ich aber noch nicht, oder? Das kannst du ja. Da kannst du sehen, was da drauf steht. Kann man die dann immer wieder angucken? Du kannst sie nur angucken. Ach so, okay, ja, ja, okay, das reicht schon. Nicht, dass sie dann verschwindet irgendwie, wenn ich die jetzt benutze. Das ist ja total mies. Ja, ja. Deswegen wollte ich aber zuerst nicht drücken. So. Aha. Okay. Gucken wir uns demnächst dann nochmal richtig an. Oh, wo geht's denn hier hin? Ist man da tot? Hier werden wir gleich nach unten kommen. Ah! Ich bin wieder runtergefallen. Bist du auch so drauf? Ja, ich komme mal hinterher. Ach, das war eine Abkürzung. Okay. Sorry, Leute, jetzt müssen wir den Weg nochmal rennen. Ja, ich kann euch allen leider nicht helfen. Tut mir leid. Das wollten die Kommierer eigentlich. Dass wir so freundlich sind. Ja. Oh, die beiden sind wieder da. Na, dann sagen wir auch nochmal Hallo. Das ist doch eine coole Fähigkeit von dir mit diesen
Verzauberung auch was da machst. Weil mein Stab wird dadurch auch irgendwie verzaubert werden. Ja, du meinst das hier, oder? Genau, genau. Weil du kriegst da ein bisschen Feuerschaden auf deine Sache, auf deine Waffe, glaube ich, drauf. Seid gegrüßt, meine Freunde. Oh, Jesus ist wieder zurück. Das passt sich gerade, wir sind auch gerade dabei. Wir sind gerade aufnehmen, oder was? Wir machen gerade eine. Seid mittendrin, oder was? Jo. Ja. Deswegen, Jesus, möchtest du zu uns, möchtest dich zu uns gesellen? Ja, Jesus erwacht zu neuem Leben. Er muss seine Heilkräfte verbessern. Okay. Dann lass uns hoch schnell. Oder wollen wir warten, bis Steven hier runterkommt? Oder Jesus? Ja, ich würde sagen, wir warten einfach. Dachten wir ein paar Tierchen ab? Ja. Geht ohne mich weiter. Ich, hab hier drüben noch was zu erledigen. Geht ohne mich weiter. Nee, machen wir nicht. Wir warten. So, Gegner. Wo sind noch Gegner? Hier oben wieder. Wo sind die Gegners? Nur noch 100 Meters. So, aber du bist ganz schön laut heute. Ich weiß auch nicht warum, aber du bist ganz schön laut. Boah, ich dachte, das wären Feinde. Warum bin ich laut? Das ist immer laut. So, zack. Zack. Ich spreche aber auch nicht lauter als gestern. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich da ja bei den den Einstellungen was gemacht. Also nicht so schlimm. Beeil dich einfach. Und dann können wir weitermachen. Oh. Ah, nein, sie haben mich noch gekriegt. Ey. Oh, ich bin fast gestorben. Okay, ich muss kurz chillen, bis ich mich wieder aufgeladen habe. Na? Warte, ich helfe dir mal, Trip. So. Los, durchsuchen. Zack. Ja, wir können ja hier auch die ganzen Sachen mal durchsuchen, wenn er Zeit, oder? Ja. Aber in den Kisten ist sowieso nur irgendein Essenszeug und so. Könnt ihr euch mal selber von überzeugen. Ich mach's auf, nehm's aber nicht mit. Weil ich habe keinen Bock auf den ganzen Fraß. Nimmt mir nur Plätze im Inventar weg. Hier, ohne Fleisch. Wenn ich Ratten töte, kriege ich auch Innereien. Die kann man dann nutzen, um zu angeln. Oh, die habe ich jetzt leider mitgenommen. Ja, aber angeln kann man auch in dem Spiel. Müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Ja. Das ist hier in dem Fass Schrot. Na, ey. Zack. Freundchen. Durchsuchen bitte. 2 Gold, danke. Ja, oder ja. Wir gehen jetzt raus, machen das zu Ende und dann kommen wir. Ja, ist doch besser, ja. Am nächsten Tag. Mit wegen. Sieht sich das gerade ein bisschen länger. So, ganz schnell raus hier. Da ist wieder Jakan, ich spreche mal mit ihm. Doch dann können wir nicht gehen. Warum nicht? Irien ist da draußen. Oh, und Wachen. Ich habe viele, viele Wachen gesehen. Seht mal, schleichen wir uns lieber aus dem Seitenausgang. So können wir beide... Oder anscheinend gehackt. Halten. Nee, das Problem besteht seit heute nämlich, dass du erstmal deine Zahlungsmethode einstellen musst. Ansonsten kannst du dich nicht einloggen. Das musst Ach so. Du, da musst du auch nicht auf die Website einmal gehen und dann den Code... vom Spiel noch mal eingeben, weil das, was du vorhin nur eingegeben hast, war der diese 5 Tage vorher so, spielen. Okay. Dann musst du die Zahlungsmethode. Das wird dann storniert, das Geld, und wird dann nach den 30 Tagen dann abgezogen. Ich möchte euch ja nicht stören, aber rede mal bitte mit Jakan, dass wir weitermachen können. Habe ich. So, weil er kann da jetzt nicht raus. Irgendwie scheint es mir so, als ob er keinen Bock auf die Wachen hat und auch keinen Bock auf seine Alte, wa?
Also der kleine Schurke. Der miese Typ, ne? Voll der Lügner. Wir müssten ihn eigentlich töten und ausnehmen, nachdem er uns den Edelstein gegeben hat. Wo bist du? Da ist er. Danke, dass ihr mich da vorhin rausgeholt habt. Wo ihr doch gerade in heldenhafter Stimmung seid. Könntet ihr mir dabei helfen, etwas zu holen, was ich bei den Goblins vergessen habe? Ach so, bei den Goblins vergessen, aha. Also ihr habt etwas den Goblins gegeben? Ich schätze, wenn man etwas sicher aufbewahren will, dann gibt man es Goblins. Sie passen umsonst darauf auf. Sie sind zu dumm, um es einzutauschen, und sie werden jeden töten, der versucht, es an sich zu nehmen. Werden sie euch nicht töten, wenn ihr versucht, es wieder wegzunehmen? Es ist doch so. Ihr habt eine Menge auf euch genommen, um mich zu befreien, richtig? Ihr würdet nie zulassen, dass mich die Goblins fressen. Und deshalb, mein guter Freund, werdet ihr mir in ihre Mine folgen, ja? Mir bleibt ja wohl nicht anderes übrig. Hier lang. So, wollen wir mir jetzt schon hinterher oder wollen wir pausieren? Das ist die Frage. Ich würde sagen, wir laufen dann nochmal hin und dann... Okay. Bleib stehen, Jakörn! Nicht so schnell! Okay, wo ist der Onkel? Zack, los geht's. Wo ist Fenrir? Komm her! Oh, überall Nebenquests. Da unten liegt irgendwas. Aber ich untersuche den Leichnam nicht. Erstmal die eine fertig machen. Diese verdammten, mordlüsternden Goblins. Chap, wo bist du? Auf da, Richtung... Richtung Goblin-Mine. Ach so, du bist woanders lang geritten. Ja, hier sind wir. Hier sind noch ganz viele Gegner, ne? Oh, dann sollten wir mal lieber absteigen. Ui. Na komm. Zack. So, noch einer. Ich mein Magika. Zack. Zack. Ich muss aufpassen. Wir brauchen Jesus. Ja, Jesus muss erstmal sich mit den Dingen von Elder Scrolls beschäftigen und sein Konto einrichten. Okay. Naja. So wirkst du zumindest doch wieder ein bisschen menschlicher, wenn du auch diese Probleme hast wie wir. Ja, auch ich benutze nur das Internet. Leider, ja. Ja, leider. Dann warten wir hier mal. Alles klar, gut. Dann machen wir erstmal ein Päusle, bis der Jesus da fertig gemacht hat. Und ja, in der nächsten Folge machen wir dann mal weiter und checken ab, was hier in der Goblin-Mine so los ist und was der Jagdkern da holen möchte. Wahrscheinlich den Rubin. Aber naja, lassen wir uns einfach mal überraschen, was da alles auf uns zukommt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Oh.